Herzlich willkommen zur Vorstellung des Projekts Learning Progression Analytics, Analyse und Förderung von Lernverläufen zur Entwicklung von Kompetenzen. Die Idee des Projektes ist sozusagen in diesen drei Worten Learning Progression Analytics kurz zusammengefasst. Was wir eben analysieren wollen, sind Lernverläufe. Und wir wollen sie analysieren, weil wir die Idee haben, dass man sozusagen Lernverläufe innerhalb einzelner Stunden, über Stunden hinweg idealerweise analysieren kann, dann Informationen an die Lehrkraft zurückmelden kann, mit dem Ziel, Unterricht individualisierter zu gestalten, so zu gestalten, dass der Lehrer letztendlich einzelne Schülerinnen und Schüler bestmöglich unterstützen kann in der langfristigen Entwicklung von Kompetenzen. Die Idee, die dem Projekt zugrunde liegt, ist, dass wir eben eine zunehmende Nutzung, so würde ich das sagen, digitaler Technologien im naturwissenschaftlichen Unterricht, im Physikunterricht in unserem Fall spezifisch sehen, die das Lernen unterstützen sollen. Ich formuliere das immer ganz gerne so, dass ich sage, die Idee ist eigentlich inzwischen, oder die Frage ist inzwischen eigentlich nicht mehr, wollen wir digitale Technologien oder nicht? Sind digitale Technologien besser als herkömmliche Medien, wie wir sie im Naturwissenschafts- oder im Physikunterricht einsetzen, sondern sie sind ohnehin da, sie werden ohnehin genutzt, um das Lernen zu unterstützen. Und das, was wir uns an der Stelle auch in diesem Projekt beziehungsweise als Motivation für dieses Projekt fragen, ist, können wir nicht eigentlich diese digitalen Technologien nutzen, um Informationen über Lernen zu gewinnen und dadurch Lernen besser so gestalten, dass wir Kompetenzentwicklung unterstützen. Konkret stellen wir uns das eben so vor, die Schülerinnen und Schüler arbeiten zum Beispiel mit Tablet-Computern, die, wenn sie Modelle erzeugen, dann zeichnen sie die auf dem Tablet-Computer. Wenn sie Messwerte aufnehmen, dann machen sie das mit einem Messwerterfassungssystem. Sie spielen die Daten in den Computer, dort werden sie ausgewertet. Sie erzeugen dann vielleicht möglicherweise visuelle Auswertungen oder sie stellen Berechnungen an. Eben Dinge dieser Art. Und der Punkt an der Stelle ist eben anders als im sozusagen herkömmlichen Unterricht, wo ich als Lehrer eben natürlich rumgehen kann und gucken kann, habe ich hier die Möglichkeit, dass der Computer im Grunde verfolgt, was dort passiert. Ich habe die Daten zu allen Lernprozessen von allen Schülerinnen und Schülern. Ich sehe genau, wie die ihre Modelle aufbauen. Und die Idee, die wir an dieser Stelle haben, ist, können wir nicht eben das Vorhandensein dieser Daten ausnutzen, indem wir eben zum Beispiel mit Hilfe von Verfahren der künstlichen Intelligenz, Machine Learning, diese Daten eben in situ, in dem Moment, in dem sie entstehen, auswerten, bewerten im Hinblick darauf, ob sie tatsächlich, also ein produktives Lernen kennzeichnen, ob es sich um produktive Lernverläufe handelt und diese Informationen eben möglicherweise an die Lehrkraft zurückmelden, mit dem Ziel, auch die Lehrkraft an der Stelle besser darin zu unterstützen, zu erkennen, welche Schülerinnen und Schüler lernen eigentlich bereits auf eine produktive Art und Weise und welche Schülerinnen und Schüler tun das möglicherweise noch nicht? Wo scheitern die möglicherweise auch? Was könnte der Lehrer als nächstes tun, um sie wieder auf einen produktiven Pfad zurückzuführen? Und wir nennen diesen Bereich, den wir eben in der Schnittmenge verorten von Lernforschung, Kompetenzforschung und eben Forschung zu Learning Analytics, den nennen wir Learning Progression Analytics, weil es eben darum geht, Lernverläufe zu analysieren, um Kompetenzentwicklung, das wird im Englischen als Learning Progression bezeichnet, zu erreichen und das Ganze mit Hilfe von Learning Analytics. Und daraus ergibt sich dieser neue Bereich, in dem wir mehrere Projekte angesiedelt haben und in dem dieses Projekt AFLEC das erste ist, das sozusagen den ersten Schritt in dieses neue Feld für uns markiert. Ich würde jetzt im weiteren Verlauf gern ein bisschen spezifischer was zum Projekt sagen. Ich habe mir überlegt, Ihnen ganz kurz was dazu zu erzählen, was ist eigentlich die theoretische Fundierung unseres Projektes. Wir haben aufgebaut auf einem Vorgängerprojekt, was die Nutzung von Daten und Unterrichtsmaterialien angeht. Das würde ich Ihnen gerne vorstellen, um dann darauf einzugehen, was waren jetzt die konkreten Ziele des Projektes AFLEC, was war oder ist unser Arbeitsplan, wo stehen wir im Moment eigentlich, wir sind jetzt knapp ein Jahr und 3-4 Monate dabei
Wir haben inzwischen erste Ergebnisse, die ich Ihnen gerne abschließend vorstellen würde, bevor ich dann einmal zusammenfasse und so einen Ausblick gebe, was haben wir denn vor im weiteren Verlauf des Projektes. Den Ausgangspunkt unseres Projektes markieren eben Kompetenzen als übergeordnetes Bildungsziel und dort insbesondere auch die Idee, dass die Grundlage jeder Kompetenz so ein vernetztes, um die zentralen Konzepte einer Domäne organisiertes Wissen ist. Das ist hier so schematisch dargestellt mit den großen grauen Kreisen sozusagen als die zentralen Konzepte der Domäne. Das Ganze finden Sie ausgeführt in verschiedenen Varianten, aber eben unter anderem im sehr einflussreichen Bericht des National Research Council von Bransford, Brown und Cocking mit dem Namen How People Learn. Und dieser Idee folgend, dass also die Grundlage von Kompetenz eine um die zentralen Konzepte der Domäne organisierte Wissensbasis ist, habe ich seinerzeit in einem DFG geförderten Projekt ein entsprechendes Modell entwickelt für den Physikunterricht und das am Beispiel des Energiekonzepts ausgearbeitet. Das sieht im Grunde die Idee vor, dass das Energiekonzept aus physikalischer Perspektive vier zentrale Aspekte umfasst, nämlich Formen und Quellen von Energie, die Umwandlung und Übertragung von Energie, die Dissipation und Entwertung von Energie. Sie wissen, Energie ist nicht in allen Formen für uns in der Form nutzbar, wie wir das so gerne hätten. Nicht zuletzt ist es aber eben trotz Entwertung so, dass die Gesamtenergie im Universum erhalten ist aus physikalischer Sicht und eben genau dieser Kontrast ist ja auch das, was Schülerinnen und Schülern Probleme bereitet. Wir haben dann zum einen feststellen können, dass sich das Verständnis dieser Aspekte überlappend entwickelt, aber eben auch in Stadien, an deren Ende eben erst das Verständnis der Erhaltung steht, was die Schüler also auch frühestens am Ende der Schulzeit entwickeln. Und wir haben auch in weiteren Untersuchungen sehr schön zeigen können, dass im Grunde dieses schrittweise Voranschreiten, dass dem die Entwicklung so einer zunehmend vernetzten Wissensbasis zugrunde liegt. Dass die Schülerinnen und Schüler also erstmal so ein Wissen entwickeln über Formen und Quellen, im nächsten Schritt über Umwandlung und Übertragung, dass sie das miteinander verknüpfen zu sozusagen einem sich entwickelnden Verständnis von Energie. Es ist also nicht so, dass das quasi vier einzelne Bereiche sind, sondern es ist eine kontinuierliche Entwicklung, in der sozusagen immer neue Aspekte, wenn Sie so wollen, integriert werden. Und diese Idee, die nutzen wir aus in der Physik, um eine kumulative Kompetenzentwicklung zu unterstützen, indem wir eben Unterricht im Verlauf der Sekundarstufe 1 in den verschiedenen Inhaltsbereichen der Physik, wo jeweils auch auf die unterschiedlichen Aspekte von Energie in den einzelnen Inhaltsbereichen eingegangen wird, dass wir diese Eigenschaften des Energiekonzepts, diese Eigenschaften dieser wachsenden Wissensbasis ausnutzen, um sozusagen Verknüpfungen herzustellen zwischen den Inhaltsgebieten und dadurch sozusagen nicht nur dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler ein solides Wissen zu Energie entwickeln, sondern dass sie mit ihrem zunehmenden Wissen über Energie eben auch insgesamt so eine um die zentralen Konzepte der Physik vernetzte Wissensbasis entwickeln. Dazu haben wir in dem Vorgängerprojekt sogenannte CRUs entwickelt, Curriculum Replacement Units. Das sind kurze Unterrichtseinheiten, die Lehrer nahtlos in ihren bestehenden Unterricht integrieren können und die eben an der Stelle sozusagen, an der das Energiekonzept behandelt wird, jetzt insbesondere dieses Konzept nutzen, um Verknüpfungen herzustellen zwischen den verschiedenen Inhaltsbereichen, eben zum Beispiel über die Umwandlung von elektrischer Energie in Bewegungsenergie mithilfe des oder am Beispiel des Motors. Wir haben damals diese Einheiten aus verschiedenen Gründen digital implementiert als Moodle-Einheiten. Hintergrund war eben die Idee, dass das für die Lehrer auf diese Art und Weise A, einfach einsetzbar sein sollte und vor allen Dingen auch einfach adaptierbar und modifizierbar sein sollte, um es möglichst nahtlos in den eigenen Unterricht integrieren zu können. Diese Einheiten laufen alle in ähnlicher Weise ab. Im Zentrum steht immer eine zentrale Frage. Bei der Beispieleinheit hier jetzt, warum ein Laptop manchmal heiß wird. Das wird dann zerlegt in mehrere kleine Fragen, nämlich wo wird der heiß, wann wird der heiß,
Und wie lässt sich das möglicherweise verhindern, dass er heiß wird? Und diese Fragen erarbeiten die Schülerinnen und Schüler sozusagen Schritt für Schritt, lernen dabei etwas über das Energiekonzept und gleichzeitig verknüpfen sie eben auch verschiedene Inhaltsbereiche der Physik, hier jetzt dann den Bereich Elektrizitätslehre und den Bereich Thermodynamik oder Wärmelehre. Und das sieht dann konkret zum Beispiel so aus, dass es eben einzelne Aufgaben gibt, bei denen die Schülerinnen und Schüler wie hier kurz mit ihrem Sitznachbarin oder ihrem Sitznachbarn sich eine Antwort auf die Frage überlegen sollen. Das steht ganz am Anfang, diese Aufgabe. Warum wird er denn eigentlich heiß? Und sie sollen dann jeweils eben diese Überlegungen, die sie dort angestellt haben, notieren. Im nächsten Schritt gibt es dann zum Beispiel eine Aufgabe, bei der jetzt spezifischer untersucht werden soll, die ein Stromkreis, was in dem Stromkreis passiert irgendwie, wie die Temperatur des Drahtes im Stromkreis sich abhängig von verschiedenen Parametern verändert. Und dann sollen die Schülerinnen und Schüler eben hier die Ergebnisse aufnehmen, die sie dann in der Folge zum Beispiel grafisch auswerten sollen. Eine weitere Aufgabe, die wir auch da drin haben, ist eben zum Beispiel ein Lückentext, den Schülerinnen und Schüler dann im weiteren Verlauf beantworten sollen, wo sie jetzt eben sozusagen das Gelernte noch einmal demonstrieren sollen, indem sie jetzt die richtigen Elemente für die Lücken in diesem Lückentext auswählen und damit eben nochmal zeigen, was haben wir im Verlauf der Einheit erworben. Das ist nur so ein Beispiel der verschiedenen Aufgaben, die wir dort haben. Das Ganze funktioniert, das ist vielleicht wichtig nochmal zu sagen, als hybrider Unterricht. Das heißt, das ist in einem Klassensetting. Die Schülerinnen und Schüler haben Tablet-Computer oder eben reguläre Computer, mit denen sie das machen. Aber das ist zum Beispiel auch so, dass der Lehrer vorne Experimente zeigt, die Schüler aber dann zum Beispiel nochmal im Video haben. Ja, sodass zum Beispiel einzelne Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit haben, wenn sie nicht mitbekommen haben, was passiert denn da vorne jetzt eigentlich genau und deswegen auch nicht sagen könnten, was sie beobachten können, das nochmal zu gucken. Und die Idee bei dem Projekt AFLEC, das jetzt im Grunde darauf aufbaut, ist, wir haben bereits aus dem Vorgängerprojekt Daten von ca. 1500 Schülerinnen und Schülern aus 60 Schulklassen. Und die Idee ist, was wir jetzt eben im Projekt AFLEC machen wollen, ist, wir wollen mit Hilfe von Machine Learning Detektoren entwickeln, die es uns erlauben, sozusagen erstmal festzustellen, welche normativen oder nicht normativen Ideen haben die Schülerinnen und Schüler. Also das muss man sich eben vorstellen, was für ein wissenschaftlich angemessenes Wissen haben die Schülerinnen und Schüler und über welche Fehlvorstellungen verfügen sie möglicherweise oder zeigen sie möglicherweise bei der Bearbeitung, um dann daraus die sich entwickelnden Wissensnetzwerke der Schülerinnen und Schüler rekonstruieren zu können, mit dem Ziel, eben produktive oder unproduktive Entwicklungen und deren Ursachen identifizieren zu können. Also man kann sich ja eben zum Beispiel vorstellen, dass Schüler, die eine bestimmte Fehlvorstellung haben von Energie, die sich zum Beispiel Energie als eine Substanz vorstellen, die von einem Punkt des Raumes oder einem Teil des Raumes in einen anderen fließen könnte, dass die vielleicht in besonderer Weise Schwierigkeiten haben im weiteren Verlauf. Und die Möglichkeit, sowas für uns identifizieren zu können, würde uns natürlich die Möglichkeit geben, den Lehrer dann eben auch darauf hinzuweisen. Und das ist quasi die Idee in einem zweiten Schritt des Projektes, nachdem wir diesen ersten Schritt gegangen sind, die Detektoren entwickelt haben, mit den Einheiten nochmal in den regulären Unterricht zu gehen und dort erstmal mit einem Dashboard Lehrkräften die Informationen zurückzuspiegeln, die wir gewonnen haben über ihre Schülerinnen und Schüler und da in einem Vergleich mit einer Kontrollgruppe, die also dieses Dashboard nicht hat, zu kontrollieren, inwieweit eben auch diese Rückmeldungen tatsächlich geeignet sind, Lehrkräfte darin zu unterstützen, einen individualisierten Unterricht zu konzipieren. Wir arbeiten hier mit einem von uns speziell weiterentwickelten Evidence-Centered Design Approach, bei dem wir also auf der linken Seite stehen haben, eben dieses domänenspezifische Modell des Lernens, das ich Ihnen vorgestellt habe, wie entwickeln Schülerinnen und Schüler eigentlich Wissen über Energie und bei dem auf der rechten Seite eben ein Aufgabenmodell steht, in dem wir die ganzen Attribute der Bearbeitung von Aufgaben identifizieren,
die wir dann nachher in diesem Machine Learning Zugang mit den Labels zusammenbringen wollen. Also es ist sozusagen so, auf der linken Seite steht quasi, welches Wissen erwarten wir, und auf der rechten Seite steht quasi die Information, auf Basis welcher Daten wollen wir dieses Wissen diagnostizieren. Und dazwischen stehen sozusagen in der Mitte die sogenannten Evidentiary Statements. Das sind Formulierungen, woran kann ich jetzt eigentlich erkennen, dass Schülerinnen und Schüler ein bestimmtes Wissen oder bestimmte Fähigkeiten haben. Und daraus generieren wir eben zum einen Scoring Rubrics, um nachher sozusagen beim Anlernen der Machine Learning Algorithmen erstmal zu scoren, welche Labels sind dort, und auf der anderen Seite eben die Scoring Algorithmen, die das dann hoffentlich für uns automatisch machen können. Hier ist das mal an so einem Beispiel ausgeführt, also eben zum Beispiel im Hinblick auf diese Aufgabe, die ich jetzt hier mitgebracht habe, ist nochmal eine andere, aber ist auch die Frage sozusagen an die Schülerinnen und Schüler. Auf der Basis von Vorüberlegungen, wo sollten Solarzellen bzw. wie sollten Solarzellen an einem Haus angebracht werden, um möglichst viel Energie umwandeln zu können. Und dann sehen Sie hier rechts so ein Beispiel des Evidence-Centered Design-Zugangs, den wir verwendet haben, wo also dann die Einheit benannt ist, die Task-ID benannt ist, klar, der Prompt nochmal, dann haben wir immer einmal die Musterlösung dargestellt und dann halten wir eben fest, welche normativen oder nicht normativen Ideen braucht es zur Bearbeitung dieser Aufgabe, welche Fähigkeiten spielen da noch eine Rolle, was ist sozusagen das, was wir von den Schülerinnen und Schülern als Performance erwarten. Und dann haben wir hier unten eben diese sogenannten Evidentiary Statements, bei denen wir eben einmal den Label haben hier, also Strahlungsenergie zum Beispiel. Und dann wird einmal festgelegt, woran erkennen wir jetzt, dass die Schüler eben diese normative Idee von Strahlungsenergie, dass sie darüber verfügen. Einfaches Beispiel wäre, sie nutzen das Wort Strahlungsenergie. Und das Attribut, an dem wir das erkennen würden, wären eben zum Beispiel die Worte. Aber das können natürlich zum Beispiel im Zusammenhang mit anderen Aufgaben wie dem Lückentext auch die Auswahl bestimmter Worte oder Wortkombinationen sein. Da könnte man sich eben auch vorstellen, dass bestimmte Wortkombinationen eben dann stellvertretend für nicht normative Ideen beziehungsweise die sogenannten Fehlkonzepte stehen. Wo stehen wir im Projekt? Wir haben sozusagen für alle Einheiten, die wir haben, die Labels über alle Aufgaben kodiert. Wir haben die Detektoren zur automatischen Kodierung der Labels bereits erfolgreich trainiert, und wir haben auch bereits eine erste automatische Kodierung aller Schülerantworten durchgeführt, und wir stehen jetzt an dem Punkt, wo wir darauf aufbauend jetzt eben versuchen, typische Lernverläufe zu identifizieren. Wir haben dazu tatsächlich erste Ergebnisse mitgebracht, die im Grunde auch ganz interessant sind. Wenn man sich das hier einmal anguckt, hier jetzt sozusagen für eine Beispieleinheit, zunächst mal einfach das Fortschreiten im Score der Schülerinnen und Schüler über die Zeit. Das ist erstmal sozusagen nur die Information, haben die Schüler die Aufgabe erfolgreich gelöst oder nicht, automatisch kodiert. Klar ist, dass man natürlich hier türkis markiert als Referenzlinie im Grunde erwarten würde in einem Idealzustand, dass das monoton steigt. Und wir sehen eben dann auch, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die da relativ dicht dran sind. Und wir sehen aber eben auch, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die, sagen wir mal, im Extremfall einfach durchweg eine Null haben. Wir sehen aber, das kann man jetzt hier leider in der Grafik nicht so schön sehen im Detail, aber wir sehen eben zum Beispiel auch, dass es in gewisser Weise so eine Stagnation gibt, dass es solche Plateaus gibt, auf denen eben lange Zeit nichts passiert. Und das ist eben genau das, was wir jetzt in dem nächsten Schritt differenzierter auch analysiert haben. Das sehen Sie hier rechts für verschiedene Labels. Also hier sehen Sie das zum Beispiel für Strahlungsenergie, finde ich ganz schön. Ja, also da sehen Sie, es gibt zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, also und hier markiert jetzt rosa die Ideallinie. Es gibt jetzt Schülerinnen und Schüler, die sind da relativ dicht dran, wenn Sie jetzt hier an diese grüne Linie denken. Es gibt aber eben auch offensichtlich eine beträchtliche Zahl von Schülerinnen und Schülern, die so ab hier sozusagen Zeitpunkt 18 in
eine Parallele zur X-Achse gehen, wo dort also kein weiteres Lernen mehr stattfindet. Und interessanterweise, das sieht man auch, zumindest hier, gibt es verschiedene Schüler, die sich also unterschiedlich bis zu diesem Punkt bewegen, dann aber tatsächlich beide in so eine Parallele reingehen. Ja, und die interessante Frage ist, was passiert jetzt eigentlich an diesem Punkt? Und das sind Punkte, die wir jetzt analysieren, mit dem Ziel, auch besser zu verstehen, an diesen Punkten, was sozusagen führt dazu, dass ein Schüler jetzt sozusagen nicht mehr weiter lernt versus eben zum Beispiel der Schüler, der an dieser Stelle weiter lernt. Was hindert die Schülerinnen und Schüler sozusagen daran, hier sinnvoll weiter zu lernen, um dann eben tatsächlich diese Ursachen zu identifizieren und dann an der Stelle eben auch entsprechend Rückmeldungen an die Lehrkräfte geben zu können, die warnen zu können und zu sagen, also hier Schüler X, Y und Z, da müsstest du mal genauer hingucken, weil die zeigen an dieser Stelle genau eine nicht normative Idee, von der wir wissen, dass sie im weiteren Verlauf des Lernens behindern wird. Ja, wäre so ein Beispiel. Ich habe schon gesagt, also wir haben sozusagen, sind im Moment da dran, eben diese Projektverläufe oder diese Lernverläufe zu rekonstruieren. Ein Problem, was uns sozusagen in diesem ganzen Prozess bisher aufgefallen ist, was wir im Vorfeld nicht in der Form gesehen haben, ist, was uns fehlt im vorliegenden Datensatz, ist doch in einem beträchtlichen Maße Interaktionsdaten. Also eben nicht nur diese Frage irgendwie, was für einen Text generieren die Schüler am Ende, sondern wie generieren sie den, also wie entsteht der Text? Ja? Schreiben sie den fortlaufend, irgendwie editieren sie viel, auch bei dem Auswählen zum Beispiel von Antworten in Lückentexten, gehen sie da systematisch vor, wählen sie einzelne aus und lassen andere offen. Da fehlt uns sozusagen Zusatzinformation, auch für eine verlässliche Schätzung der Schülerinnen und Schüler, weswegen wir uns entschieden haben, anders als im ursprünglichen Projektverlauf vorgesehen, noch einmal Daten neu zu erheben mit ausgewählten CRUs, die wir jetzt kombiniert haben mit sogenannten Trackern, wo wir also tatsächlich Mausbewegungen, Tastatureingaben, wirklich die gesamte Interaktion der Schülerinnen und Schüler tracken und die wir auch nochmal begleiten mit einer lautes Denkenstudie, um dort auch nochmal eben Erkenntnisse dann zu gewinnen. Sie haben das vielleicht gesehen in diesen Evidence-Centered Design Sheets, dass wir doch sehr stark eben immer wieder auf Textantworten abheben, weil das eben natürlich auch das Standard-Antwortformat ist. Und das limitiert uns natürlich in gewisser Weise in der Analyse der Lernprozesse. Deswegen also diese Erweiterung kombiniert mit der lautes Denken-Studie, um eben dann auch tatsächlich in dieser Unmenge an Daten, die wir dort generieren, gezielt Daten auch auswählen zu können als Attribute mithilfe unseres ECD-Ansatzes, die im Grunde relevant sind für das Lernen an dieser Stelle. Also auch dort werden wir Erkenntnis gewinnen. Wir sind mit dieser Datenerhebung so gut wie durch. Wir planen für den weiteren Verlauf des Jahres die Analyse dieser Daten und dann eben die entsprechende Anpassung. Wir sind bereits dran, auch die Dashboards in so einer ersten Version zu entwickeln, wollen die im Sommer mit ersten Lehrkräften ausprobieren und dann tatsächlich Anfang nächsten Jahres, also sozusagen dann in unserem letzten Projektjahr, nochmal eben diese experimentelle Studie durchzuführen mit einer Gruppe von Lehrkräften, die eben mit diesem Dashboard ausgestattet sind und einer Gruppe von Lehrkräften, die ganz normal mit den Einheiten arbeiten, um eben zu sehen, führt dann die Information, die die Lehrkräfte an dieser Stelle bekommen, zu einem individualisierten Lernen und damit mittelbar auch zu einer besseren Kompetenzentwicklung. Damit bedanke ich mich für Ihnen bei Ihrer Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie sind mit mir einer Meinung, dass das ein spannendes Projekt ist. Und wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne unter der E-Mail-Adresse neumann@leibniz-ipn.de an mich oder an eine meiner beiden Projektpartnerinnen und Partner. Die habe ich am Anfang unterschlagen. Das ist kein Projekt, das wir am IPN alleine durchführen, sondern es ist ein Projekt, das wir im Verbund durchführen, in sehr enger Zusammenarbeit mit Nicole Rummel von der Ruhr-Universität Bochum und Hendrik Draxler vom DIPF, dem Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt.